Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie du hier hinten vielleicht sehen kannst, kommen wir gerade von Ikea und ich habe auch geschaut, ob es da ein paar Sachen gibt, die man vielleicht für den Hamsterzweck entfremden kann. Die Szenen blende ich dir gleich ein. Huch, das war gerade voll. Ansonsten gibt es heute einen Haustier-Vlog und am Ende des Videos auch noch ein Rodi-Pin-Unboxing. Viel Spaß beim Zusehen! Nach langer Zeit war ich wieder bei Ikea und habe dort eigentlich etwas für unser neues Schlafzimmer gekauft, wollte aber auch die Augen offen halten, was es so für Produkte gibt, die man dem Hamster anbieten kann. Zum Beispiel siehst du hier etwas, was ich mir gut als Etage im Nagarium vorstellen könnte, aber auch diverse Versteckmöglichkeiten für zum Beispiel den Auslauf, das Sandbad. Aber auch den Klassiker, also verschiedene Näpfe bzw. Schälchen, die man dann als solche zweckentfremden kann. Und was auch ganz cool war, Siebe, mit denen man das Sandbad reinigen kann. Ich zeige dir später, was ich letztendlich davon mitgenommen habe und auch darüber hinaus. Ich war abends erstmal mit dem Hund spazieren und dann musste die Wohnung mal auf Vordermann gebracht werden und meine IKEA-Einkäufe verstaut werden. Gerade auf dem Sofa und habe Hund, Katze, Maus eingeschaltet, denn heute soll da auch wieder ein Goldhamster-Beitrag kommen. Neulich kam ja schon mal ein Beitrag zum Thema Hamsterhilfe NRW. Da bin ich ja auch kurz nach dem Beitrag auf Instagram live gegangen. Gerade ist ja noch ein Beitrag aus dem Karlsruher Zoo mit einem süßen Flusspferd. Das ist echt süß. Der Beitrag war schön, aber leider verhältnismäßig für die ganze Sendung sehr, sehr kurz. Kannst du bei TV Now bzw. bei Vox auch noch in der Mediathek schauen. Ich war gerade einkaufen und auf dem Parkplatz hier bei uns zu Hause hat mich Dolly erwartet und die hat anscheinend ganz, ganz großen Hunger. So lange nichts gegessen? Sie möchte immer zu Emil. Nein, Dolly, den kriegst du nicht. Emil wurde quasi wachgestarrt und war auch recht aktiv, aber wollte nicht in den Auslauf. Also er hat kurz was gegessen und sich dann wieder in sein Häuschen verkrümelt. Richtig aktiv wurde er dann wahrscheinlich erst, als wir geschlafen haben. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Mal schauen, ob Emil vielleicht heute Abend in den Auslauf möchte. Also in den Badauslauf. Wäre ja schön, hier draußen ist es gerade super laut. Ich wollte eigentlich mal lüften. Ich weiß nicht, ob du das hörst. Ja, bestimmt. Ja, hier ist gerade Karneval, dass ich nicht so feiere. Ich beschäftige mich dann doch lieber mit meinem Hamster. Ich würde sagen, wir legen mal los mit den IKEA-Produkten. Was ich als erstes mitgenommen habe, ist, das hast du, glaube ich, am Anfang des Videos auch gesehen, diese, ja, wie soll ich es nennen? Etagere? Das ist eigentlich gedacht, um Gewürze darauf aufzubewahren, beziehungsweise was auch immer man möchte. Das Produkt heißt Variera. Hat hier zwei Füße, oder? Ich hoffe, dass sie dabei sind. Ja, genau, das sind hier die, die hier so mit drin verpackt sind. Die muss man einmal dran schrauben und dann ist das so eine Etage. Wir bauen das einfach einmal ganz kurz auf. Messing with my head again.
Da ist das gute Stück. Hat übrigens, huch, oh Gott, ich muss die Schrauben hier nochmal nachziehen. Hat übrigens 2,99 Euro gekostet. Und ich dachte mir, dass ich das Laufrädchen hier ganz gut draufstellen kann. Entweder im Auslauf, um ein bisschen Platz zu sparen. Wobei ich dann ja eine Leiter hier anbringen müsste. Ich glaube, das ist ungünstig, wenn sich das dreht. Oder aber, was ich noch viel besser finde und wofür es eigentlich gedacht war, ich drehe mal die Kamera, für das Nagarium. Denn es ist ja immer gefährlich, wenn das Laufrad einfach auf dem Einstreu steht, da das unterbuddelt werden kann. Und so, glaube ich, kann Emil ganz gut auf dieser Etage laufen. Das Einstreu geht ja dann ungefähr bis hier. Muss ich mal überlegen, ob ich vielleicht sonst das Plastikrädchen draufstelle. Das hier ist ohnehin das Rad aus dem Auslauf. Hupsala, nicht sofort kaputt machen. Das sieht doch schon besser aus. Allerdings ist auch hier noch keine absolute Hamstersicherheit gegeben. Erstmal müssen die Schrauben wirklich noch viel fester gezogen werden. Ich habe mich da ein bisschen dämlich angestellt. Und ich überlege oder gehe davon aus, dass ich hier noch etwas drauf machen werde auf die Fläche, da ich nicht weiß, ob er mit seinen Pfötchen irgendwie hier hängen bleiben kann. Ich hatte extra nachgeschaut, das ist wohl Material oder Lackierung, auf das man auch Lebensmittel abstellen kann. Ich möchte da mich aber nicht drauf verlassen und gucke nochmal ganz genau nach, dass ich da irgendwie drüber lackiere mit einem tierfreundlichen Lack aus dem Baumarkt. Und man könnte dem Ganzen ja auch noch eine Farbe geben vielleicht. Schauen wir mal. Aus dem Laufrädchen sind anscheinend einige Krümel gefallen, die Emil dort noch gehortet hatte. Ich mache weiter mit dem zweiten Produkt. Das kennst du wahrscheinlich schon aus Emils Auslauf. Das ist hier die klassische IKEA-Auflaufform aus Glas. Ich guck mal, dass ich dir gerade zeige, was... Ups, oh Gott, jetzt bin ich gerade fast gegen das Holzlaufrad gelaufen, was Emil hier in seinem Rodi-Stax hat. Hier, das ist genau die gleiche Auflaufform. Und die habe ich ihm mit Maisgranulat befüllt. Ich habe jetzt eigentlich nur eine zweite gekauft für uns, damit wir auch mal wieder einen Auflauf machen können. Aber wenn ich mir das jetzt so anschaue, glaube ich doch fast, dass diese Auflaufform höher ist. Vielleicht kriegt Emil dann diese. Ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung von mir als Buddelbox. Da kann man natürlich auch von anderen Herstellern solche Boxen nehmen. Ich finde Glas super, wenn es kein Plastik ist, das angeknabbert werden kann. Ist auch Spülmaschinen geeignet. Ich weiß nicht, ob du das hier siehst. Für Nahrungsmittel logischerweise geeignet, also deswegen unbedenklich. Den Preis kann ich dir gerade nicht sagen. Ich dachte, ich hätte hier die Quittung. Aber das ist die Quittung von etwas anderem, was wir dort gekauft haben. Ich glaube, bei der Größe waren es, glaube ich, 9 oder 10 Euro. Hier noch das letzte gute Stück. Das ist eine Aufbewahrung für ja, alles Mögliche. Ich möchte da Emils Futter umfüllen. Ich bin ja mittlerweile auf diese Aufbewahrungsgläser aus Glas und oder noch Plastik umgestiegen, um das Futter aufzubewahren und auch die Leckerchen. Und das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, dir nochmal zu zeigen, wie es gerade so bei Emils Ausstattung aussieht. Ich stelle Emil sein Rädchen schon mal wieder ins Nagarium. Gerade steht es auf dem Häuschen. Das Problem ist halt, und deswegen muss ich nochmal ausmessen, dass ich es nicht auf diese Etage stellen kann, da ich dann... Wobei ich glaube, bei dem Rädchen geht es ganz knapp, den Deckel des Laolas nicht zukriege. Also ich kriege ihn zu? Nee, kriege ich nicht. Und falls doch, dann kann Emil darin nicht laufen. Deswegen brauchte ich etwas, das nicht ganz so hoch ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit den 20 cm aussieht. Also das hier ist gar kein Problem, geht so gerade. Ich befürchte aber, ja, dass die Etage vielleicht auch zu hoch sein könnte. Mal schauen, sonst muss sie im Auslauf Platz finden. Was ich dir aber eigentlich zeigen wollte, ist hier die neue Aufbewahrungsmethode von mir für Emils Futter. Also ich habe hier in diesen kleinen Marmeladengläsern Sachen drin, die er gerne hat. Leckerchen, Pinienkerne, Haferflocken, Linsen. Habe ich dir, glaube ich, in einem DIY-Video auch schon mal gezeigt, weil ich einfach weg von diesen Plastikverpackungen kommen wollte, um die ganzen Sachen länger haltbar zu machen. Hier zum Beispiel sind Emils grobe Haferflocken. Und das hier, das ist so cool, das habe ich zu Weihnachten bekommen. Eine Aufbewahrungsdose mit verschiedenen Etagen. In diesem Licht hier siehst du es vielleicht ein bisschen besser. Ich muss sagen, dass es momentan einfach nicht wirklich hell wird draußen. Also man sieht kaum was. Ich habe das hier beschriftet. Das hier sind zum Beispiel braune Linsen ganz unten, die man mit dem Hauptfutter vermischen kann. Das ist Anis, mit dem ich zum Beispiel auch die Weihnachtsplätzchen gebacken habe. Ich verlinke dir das Video gerne einmal hier oben bei dem i. Und so kann man die Dose verwenden. Einfach an der gewünschten Stelle
aufschrauben. Das ist halt super gut. Hier siehst du jetzt beispielsweise Anis. Die Sachen sind super gut stapelbar und somit auch total praktisch, wenn man so wie ich ganz, ganz viele Hamstersachen hat. Trotzdem habe ich mir, wie du hier auf dem Boden hier siehst, noch eine Aufbewahrung dazu geholt. Ich finde, davon kann man einfach nie genug haben. Und was du da hinten siehst, ich darf jetzt nicht so nah rangehen wegen meiner Adresse, ist das Rudi-Pad-Paket. Das hat eben für mich als Stativ funktioniert, als ich dir die IKEA-Ausbeute gezeigt habe. Und ich würde sagen, wir packen das Paket jetzt mal gemeinsam aus. Oh, ich liebe es immer, neue Hamsterbestellungen mit dir zusammen auszupacken. So, der Lieferschein kommt schon mal zur Seite. Da muss ich bestimmt auch gleich nochmal drauf schauen, wenn es um Preise geht. Was wir hier sehen, du kennst es, denke ich mal, von mir, ist die auf den Rudi-Stacks, da hinten der Auslauf von Rudi-Pad, zugeschnittene Hanfmatte. Na, komm raus. Das ist eine 100 cm mal 100 cm Hanfmatte, die nicht günstig ist. Ich habe schon mal gesagt, es ist viel günstiger, sich kleinere zusammenzunehmen und dann zuzuschneiden. Ich schaue jetzt mal gerade, wie teuer sie nochmal war. Ich vergesse es ja immer wieder. 19,95 Euro. Ja, hat meine Faulheit gesiegt. Ich muss nichts zusammenschneiden und ich bin einfach sehr zufrieden mit dem Produkt. Also einmal gibt es hier diese Hanfmatte. Was haben wir hier noch? Oh, wie schön. Das ist das mittelgroße Rebenholz für 9,95 Euro, was ich Emil super gerne, oh Gott, sorry für das Chaos, hier ist die Lampe gerade, in sein Nagarium noch tun möchte. Ich finde, das sieht einfach momentan so leer und trist aus. Ja, sehr cool, das ist richtig schön und das, ja, das riecht auch total lecker. Ich glaube, er wird es lieben. Was haben wir hier dann noch? Es sieht noch etwas zum Knabbern aus, Emil. Ja, das ist das Hirse-Trio, also Beschäftigungsfutter oder wie? Was stimmt mit meiner Hand nicht? Moment. Wie Rudi-Pad es hier nennt, ein Aktivsnack. 5,95 Euro, was ich ehrlich gesagt gerade gar nicht so günstig finde, für rote Kolbenhirse ist das, gelbe und Sorghumhirse. Ja, auf jeden Fall cool, weil es hier perfekt in dieser Box kommt zum Aufbewahren. Wobei das jetzt auch ganz gut hier in meine neue Aufbewahrungsglasflasche passen würde. Ich habe mir die unter anderem für die Flachskolben geholt, die bei mir immer in so einer Plastikverpackung bisher ankamen. Und dann offen ganz schnell austrocknen. Das, was hier ganz gut ist, ist, dass hier auch nochmal eine Frischhaltefolie ist. Deswegen... Ich möchte es jetzt gerade einfach noch nicht öffnen, nur um es zu zeigen, weil Emil aktuell noch genug Aktivfutter hat. Das ist für den Vorrat und ich bin mal gespannt. Es sind wie viel Gramm? Ich glaube 120 Gramm. Ja, gut. Günstig ist es nicht. Das letzte, was ich mir das allererste Mal bestellt habe, weil es neu ist bei Rudi-Pad, sind die Mais- und Erbsen-Leckerbissen. Emil, das ist Hamster-Popcorn. Wenn ich mir das so anschaue, glaube ich irgendwie, dass man das vielleicht auch selber machen kann. Also einfach Mais und Erbsen trocknen. Aber das ist ja mega cool. Das werde ich ihm, glaube ich, entweder zum Hauptfutter mischen oder jetzt einfach mal zwischendurch geben, um ihn damit in sein Hamster-Taxi zu locken. Ich probiere gerade selber mal hier so ein Maiskörnchen. Oh mein Gott. Das schmeckt richtig gut. Wie Biochips. Emil, ich glaube, wir teilen uns deinen neuen Snack. Ich mache das jetzt ganz schnell wieder zu, damit ich dem armen Hamster nicht sofort alles wegesse. Und schaue noch einmal auf den Lieferschein. Das hier ist meine Ausbeute, es war jetzt keine große Bestellung. Hirsentrio, die Leckerbissen, Rebenholz und die Hanfmatte. Und ich habe insgesamt... Ach herrje. 43,75 Euro bezahlt. Ich sag dir, so einen Hamster artgerecht zu halten, ist keine günstige Angelegenheit. Erst recht nicht, wenn man auch von dem Nagerfutter isst. Ich stelle mir gerade vor, wie mich jemand fragt, und was hast du Karneval so gemacht? Und ich sag, ach, ja, ich habe meinem Hamster das Futter weggegessen. Was man halt so mit 27 Jahren an einem Sonntag macht. Emil fand die getrockneten Sachen auf jeden Fall fast genauso lecker wie ich und für ihn ging es dann auch endlich in den Badauslauf.
Zum Thema freiem Auslauf habe ich dir in einem vorigen Video schon einmal etwas erzählt. Ich schau mal, dass ich dir das hier oben bei dem i verlinken kann. Emil war auf jeden Fall erstmal damit beschäftigt, seine Leckerchen irgendwo zu verstecken. Und ich habe die Zeit genutzt und auf meinem iPad eine alte Germany's Next Topmodel-Folge nachgeschaut. Man sollte mit seiner Aufmerksamkeit trotzdem ständig beim freilaufenden Tier sein. Emil zum Beispiel liebt diese Box, in der wir unsere Klopapierrollen aufbewahren. Aber Hamster können leider keine Höhe einschätzen und ich musste schauen, dass er sich nicht vom Rand der Box herunterplumpsen lässt. Weil er leider nur sehr ungerne freiwillig auf die Hand geht, ist das Hamstertaxi da immer die beste Möglichkeit, ihn vor Stürzen zu schützen. Die abendliche Zeit im Bad nutze ich dann meistens auch, um mich in einem schon mal bettfertig zu machen. Ich schaue natürlich trotzdem ständig nach Emil und er hat mir das Ganze nachgetan und sich auch mal der Körperpflege gewidmet. An dem Abend haben wir fast 1,5 Stunden zusammen im Bad verbracht und ich versuche das Ganze mindestens einmal die Woche, idealerweise 2-mal die Woche mit Emil zu machen, weil er da einfach total aufdreht und das sichtlich genießt. Nicht in meinen Finger beißen. Weißt du, wer da im Hintergrund spricht? Emil? Oh mein Gott. Die Marlin, die hat Ratten. Deswegen mögen wir die am liebsten bei Topmodel, ne? War jetzt eine sehr schwere Geburt und Sir wollte Emil nicht in sein Hamstertaxi gehen. Dann habe ich ihn mit diesem ganzen Klopapieraufbewahrungskasten, den du eben gesehen hast. Ach, da sitzt du in deinem Klöchen. Hör mal, Emil, ich habe dich gar nicht gesehen. Also in diesem Kasten habe ich ihn komplett einmal mit rübergenommen und hier reingesetzt und gewartet, bis er rausgekommen ist. Was guckst du mich so an? Du bist ein bisschen böse, ne? Dass du jetzt wieder an auslaufen musst. Aber ich muss schlafen. Oh. Was ist los, ne? So, wir liegen jetzt im Bett. Draußen ist es leider immer noch total laut wegen Karneval, aber ich hoffe, dass wir schlafen können. Ich würde mich an dieser Stelle gerne aus diesem Video verabschieden. Hoffe, dass es dir gefallen hat. Freue mich über ein Like und ein Abo und würde sagen, bis ganz bald. Gute Nacht!